Happy birthday to you. Mit diesem wieder ziemlich verstörenden Pre-Intro starten wir einfach ins Video rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warface. Zu Halloween wurden ein paar Poltergeist-Skins angemeldet, aber heute kümmern wir uns um das Geburtstagsevent in Warface. Warface feiert 6 Jahre lang hier das Zusammensein. Und es gibt auch einige Preise hier für uns. Es gibt hier bei Aufgaben, zu denen kommen wir gleich, zum Beispiel hier diese geilen Banner kann man sich abholen, für 1 Jahr dabei sein, für 2 Jahre und so weiter, 3, 4, 5, 6, habe ich noch gar nie gesehen, dann diesen hier, den Veteran, und das war's auch schon. Ansonsten gibt es auch noch geile Waffenskins, da habe ich mir jetzt auch schon einige abgeholt. Dazu gibt es auch noch die passende Waffe, ich glaube 3 Tage dann jeweils. Und es gab eben in dieser Woche oder in diesen paar Tagen einen heftigen Bonus, also gibt es immer noch. Der 20. hier ist heute Sonntag. Gestern am 19. ging's ab, Junge. 6-fache Erfahrungspunkte. Ich habe durchgesuchtet, Junge. Und du hast einfach für Anubis normal 13. Stage 100.000 Erfahrungspunkte bekommen mit Mega VIP Booster und allem. Junge, es ist so overpowered, ey. Ja, und da habe ich eben 1,5 Level gemacht, ein bisschen gezockt, ich konnte leider nicht so viel. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Es gibt hier eben noch ein passendes Video dazu, mal ganz kurz hier für euch. You fought bravely. Your struggle in Pripyat. The confrontation in Japan. And the showdown on Mars have proved it. You have what it takes to become the next step of evolution. The 6th year of your glorious deeds in Warface marks the rebirth of the world as you know it. The age of men is over. The time of the Titan has come. We thank you for everything you have accomplished. All your victories, all your defeats. Each step taken have led you here. We couldn't have gone this far without you. But your journey only begins. Embrace your new self. Focus on the wars to come. And never forget the reason why you fight. Das Video habt ihr gesehen. Und es gibt eben hier auch die Geburtstagsevent-Seite. Ist natürlich wie immer alles verlinkt in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und hier ist wie ein kleines Buch aufgebaut, könnt ihr eben hier ein bisschen blättern. Ja, fangen wir erstmal hier unten an. Da sind auch nochmal die Belohnungen, ein paar Skins, ein paar Booster konnte ich mir jetzt schon abholen. Ziemlich lange, teilweise sogar für 30 Tage. Westen, ja, Skins und ja eben auch die Banner, die hier sind. Ansonsten sieht man hier unten nochmal die Skins und hier das andere Banner, das man sich im Shop für 6 Crowns kaufen kann. Permanent, also kauft euch das... Kann man mal machen, 6 Crowns, hat jeder. Okay, kommen wir wieder zum Buch, einfach mal hier öffnen. Und dann seht ihr hier eine Aufgabe, die aktualisiert sich täglich um 14 Uhr. Eben bis, das geht jetzt noch ein paar Tage, 12 Tage. Und dort könnt ihr eben durchblättern, da gab es jetzt täglich Aufgaben. Es sind keine schwierigen Aufgaben, hier zum Beispiel in DDM, hier Downtown 5 Kills machen. Was ist das? Da kriegst du eben hier den Booster und den Banner. Ist ziemlich nice. Die Aufgabe hier habe ich noch nicht gemacht. Die können wir gleich mal aktivieren. Ich habe heute auch noch nicht gezockt. Ja, hier auch wieder einfach auf der Crossing Map 5 Kills machen. Ja, und für heute gibt es eben hier den Skin, wenn ich das richtig sehe. Ja, ziemlich nice. Werde ich direkt angehen. Soweit mal dazu. Das Event eigentlich sehr, sehr nice. Und 6 Jahre hört sich ziemlich lang an. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei. Wir können mal kurz das Spiel starten. Ich habe schon das Banner bekommen für 2 Jahre dabei sein. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch das für 3 Jahre. Ich habe das Spiel, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre lang installiert, aber aktiv spiele ich eigentlich seit 1 Jahr. Kurz mal das Spiel gestartet, geht relativ schnell, mein PC ist geil. Hier gab es das Bowie-Messer, das habe ich mir gestern abgeholt, bei dem Tagesreward. Da gibt es eben die Waffenskins zu holen, wenn wir mal kurz gucken im Inventory. Und hier rüber gehen zu den Waffenskins, sieht man, wo müssten die sein? Hier, zum Beispiel für die Maxim. Haben wir hier einen fürs Boy Knife. 2 habe ich jetzt schon bekommen. Und im Shop
hier genau bei einfach bei den Top-Items-Seite könnt ihr euch hier das Banner kaufen. Hier 6 Groans, macht's einfach, Leute. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Nur mal hier ein ganz kurzes Informations-Ankündigungsvideo, dies, das. Ich will jetzt noch ein anderes Video aufnehmen, was höchstwahrscheinlich für euch morgen kommen wird. Seid gespannt, es wird ein geiles Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.